Ja, liebe Gäste, wer lacht nicht gerne? Er ist ein Meister seines Fachs, spielt nicht nur perfekt Gitarre, sondern hat auch ja den Schelm auf der Zunge und begeistert uns auf unseren Phoenix-Schiffen schon seit über 20 Jahren und ist natürlich auch in dieser doch für ihn harten Zeit, ja, ich würde sagen, sehr kreativ. Denn er ist einer, der es nicht ausgehalten hat zu Hause, sondern hat die Ideen aufgegriffen in dieser Corona-Zeit, doch hier und da auch aufzutreten und sein Publikum ganz besonders zu begeistern. Und das wollen wir jetzt hören, was er macht, wie er das macht und ja, was er vorhat. Und natürlich auch die Hoffnung ist damit verbunden, dass er bald wieder auf den Phoenix-Schiffen ist. Liebe Gäste, hier ist Helmut Sanftenschneider. Ja, hallo lieber Rainer, schön von dir zu hören. Und ja, ich vertreibe mir gerade die phoenixfreie Zeit ein bisschen mit dem Schreiben neuer Lieder, mit viel Gitarre üben, das muss ja immer sein, das hört ja nie auf, aber auch mit dem Schreiben von kleinen Gedichten über Phoenix-Reiseziele. Ich habe hier so ein Büchlein, da stehen ganz, ganz viele drin, vielleicht kann ich ja mal eins vorlesen. Das vielleicht, das heißt Spitzbergen. Der Spitz zählt unter Hunden ja doch eher zu den Zwergen. Und geht der Hund mal über Bord, da muss man den Spitz bergen. Ja, du siehst, es wird wieder höchste Zeit, dass ich auf andere Gedanken komme. Und was ich auch mache, ich spiele in Autokinos. Seit Mitte April mache ich das. Ja, das heißt, die Autos stehen da, ich mache meine Comedy-Show. Die können jetzt natürlich nicht in dem Sinne applaudieren, aber sie können mit ihrer Lichthupe reagieren, sie können normal hupen. Und wenn es ihnen besonders gut gefällt, machen sie ihre Scheibenwischer an und können Wischwasser dazu nehmen, quasi Tränen lachen. Und ich hatte letztens eine Idee, was man noch machen konnte, oder vor allen Dingen könnte, mit Autos, und zwar ein Hubkonzert spielen. Und für unsere kleine Online-Show Ruhrkultur Live habe ich da einen kleinen Trailer gedreht. Da könnt ihr ja mal kurz reingucken. Ja, ich hoffe, dass wir uns recht bald wiedersehen auf einem der Phoenix-Schiffe. Ich habe schon eine große Sehnsucht danach. Und bis dahin wünsche ich den Gästen und dir eine tolle Zeit. Genieß die Sonne und dann sehen wir uns alle ganz schnell wieder. Tschüss, bis bald.